Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deiner Preview 2024. Ich bin etwas spät dran. Ich entschuldige mich dafür. Höre Mächte. So, schauen wir uns hier an, wie sich dein Jahr gestalten könnte, was es für dich bereithält, was wichtig ist, worauf zu achten ist, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Im Extended gehen wir Monat für Monat durch. Die Jungfrau 2024, das halbe Deck fliegt heraus. Die Jungfrau findet, was sie sucht. Die Sonne. Wow! Eines deiner besten Jahre scheint vor dir zu liegen. Vor allem die Schwere. Im März ist sie vorbei. Gut möglich, dass du durch diese Karte mit einem Löwen stark verbunden bist oder dieser sehr ausschlaggebend wird im Verlauf des Jahres. Du findest, was du suchst, was du schon so lange suchst. Du kommst an. In dir selbst, bei dir selbst. Doch nicht nur. Das Jahr wird ein Jahr. Sie sagen, welches du in deiner Laufbahn so schnell nicht vergisst, denn es steht dir sehr, sehr viel zur Verfügung und du schaffst alles zu bündeln und deine ganze Energie dort hineinzulegen, was für dich wirklich wichtig ist. Dort, wo du dachtest, es muss aufhören, du musst gehen. Nein. Du erkennst, dass du dort, wo du bist, genau richtig bist. Dass alles im Endeffekt um dich herum kreist, um dir aufzuweisen und alles einzig und allein von dir abhängt. Dein Wille geschehe, liebe Jungfrau. So achte achtsam und bewusst darauf, was du dabei bist zu manifestieren. Denn dieses Jahr ist für dich alles möglich. Gut möglich auch, dass ein Wasserzeichen für dich ausschlaggebend ist. Sei es, dass ein Wasserzeichen zu dir zurückkehrt, beziehungsweise du zu einem Wasserzeichen zurückkehrst. Wasserzeichen Fisch, Krebs, Skorpion. Und es ermöglicht dir dieses Jahr etwas zu reevaluieren, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, was vor 4 Jahren entweder begonnen hat oder beendet wurde. Du suchst nach Antworten. Die ersten 4 Monate des Jahres, liebe Jungfrau, sind etwas von Stagnation geprägt. Also von Januar bis April. Diese Stagnation ist, weil du so sehr in der Wahrnehmung bist, deiner selbst und ja, deinem Umfeld. Weil du dabei bist zu erkennen, dass das geschieht, was du möchtest. Da müssen wir jetzt etwas weiter ausholen, sagen sie. Du weißt, Verlangen ist immer aus einer niederen Absicht heraus. Du kannst nur erlangen, liebe Jungfrau. Du wirst dich damit auseinandersetzen in diesen ersten 4 Monaten, warum du nicht erlangst. Du bist dabei zu bemerken, dass du im Verlangen bist oder bis dato warst. Du möchtest eine drastische Veränderung, du möchtest durchstarten. Dieses Jahr bleibt es dir garantiert nicht verwehrt. Doch es geht jetzt darum, liebe Jungfrau, dass du genau hinsiehst.
Ja, die Vergangenheit. Gut möglich ein Mutterthema oder mit einem Stier. Und es geht schlichtweg darum, dass du bisher alles auf deiner Vergangenheit aufgebaut hast. Das bedeutet, liebe Jungfrau, setze dich mit deiner Vergangenheit auseinander. Aber nicht, dass du ein Fass aufmachen sollst oder dich dazu gezwungen siehst. Schließe Frieden mit ihr. Akzeptiere sie. Denn die Vergangenheit existiert so gesehen nur in unserem Kopf wegen der Zeitlinie, die uns präsentiert wurde. Doch die Vergangenheit ist ebenso existent wie das Jetzt. Eine Aufgabe für dich, die es zu meistern gilt. Und du hast auch das Gefühl, jemanden aus deiner Vergangenheit verloren zu haben. Doch inwieweit, frage dich, ist das denn jetzt ausschlaggebend für das Heute? Inwieweit, inwiefern beeinflusst es dein Heute? Achte auf deine Gedanken. Verweile nicht in Reue oder in Vorwürfen oder in Schuldgefühlen, was auch immer es in dir auslösen mag. Bei manchen höre ich sogar Aggressionen und Wut, Ohnmachtsgefühle. Du bist nicht von deiner Vergangenheit abhängig, liebe Jungfrau. Dieses Jahr hast du einige Ideen, Impulse, etwas ganz Bestimmtes, wo sehr viel materieller Einsatz von dir erfordert wird, wird dir nahegelegt, überdenke gut, vielleicht ist es besser, es auf nächstes Jahr oder nein, ich höre sogar auf 2027 zu verschieben. Es geht dieses Jahr um etwas anderes. Es geht dieses Jahr um dich, dich komplett aufzustellen. Es wird dir auch aufgezeigt, dass du dich sehr über dein materielles Hab und Gut, wie du materiell aufgestellt bist, profilierst. Profilieren ist insofern gemeint, dass du dich so sehr darüber definierst, dass es entweder zu einem übersteigerten Selbstwertgefühl führt oder eben zum genauen Gegenteil. Warum machst du dich vom materiellen Hab und Gut abhängig? Das ist die Frage. Wisse, falls du mit einem Widder verbunden bist, du durch diesen Widder oder gar einen Stier sehr viel lernen kannst, sehr viel abgucken kannst, dein Spiegelbild. Wende es für dich an, es geht um deine Autorität, es geht um deine Standfestigkeit. Wisse, dass alles in Balance kommt dieses Jahr. Drum bleibe bitte höchst positiv ausgerichtet, gib dir Zeit, gib der Zeit ihre Zeit, denn die Zeit ist sowieso inexistent, wie du weißt. Dann eine Mutterfigur, kommen wir darauf zurück, insbesondere für die Jungfrauen, die eine Mutter im Sternzeichen des Stieres haben, wird euch vor Augen geführt, was euch verweigert wurde, sei es in der weit zurückliegenden Vergangenheit, sei es aber in der kurzfristigen Vergangenheit. Also ihr seht, die Vergangenheit, ihr lasst sie Revue passieren. Doch vom Gefühl her, was mir die geistige Welt vermittelt, ist es eher
ihr bekommt Erkenntnisse. Das heißt, ihr erlangt Erkenntnisse. Weil ein Punkt kommen wird. Und zwar, ich höre 5. April, wo ihr sagt, nein, ich kann mich davon nicht mehr abhängig machen. Ihr möchtet Zugehörigkeit, ihr möchtet Lösungen. Ihr bekommt all dies, denn ihr werdet glänzen, ihr werdet scheinen, die Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Durch Standfestigkeit, Zielstrebigkeit und Erfolg. Sie sagen, schaut euch was vom Erfolgsrezept des Widders ab. Florenz in Italien wird dieses Jahr für sehr, sehr viele Jungfrauen ausschlaggebend, sei es als physische Reise, sei es aber als Information, sei es als Energie. Tuned dort hinein, auch dort werdet ihr viele, viele Antworten bekommen. Die Farbe rosa bis rot ist auch sehr ausschlaggebend für euch, vor allem wenn, das ist jetzt wieder ganz speziell, trifft wahrscheinlich nur auf eine einzige Jungfrau zu, die das hier sieht. Wenn ihr eine weibliche Energie seht mit rosa gefärbten Haaren, nämlich eine ältere Dame, da gibt es ein Schlüsselerlebnis. Dann achtet bitte noch immer schön auf den Himmel, achtet auf die Schwalben. Wenn ihr 2 Schwalben seht, das ist ein Omen und das bedeutet, dass die Sonne Einzug erhält von euch, das grüne Licht, ihr seid bereit und die Sonne ist bereit auf euch zu scheinen. Ein sehr, sehr gutes Omen. Manch einer von euch kann auch Schwalben plötzlich in den eigenen 4 Wänden haben, wenn die Fenster offen sind. Schwalben versinnbildlichen die frohe Botschaft, die frohe Kundtung, die Liebe, die Hoffnung. Und ihr wisst, alle Vögel sind Boten Gottes. Vor allem zeigen sie euch auf, dass ihr sicher seid, ihr euch sicher fühlt. Denn Vögel, dort wo sie sich niederlassen, verweilen, gar zwitschern und singen. Hört gut zu, denn das ist ihr Ausdruck für die absolute Sicherheit und ihr Gesang wirkt sowieso sehr beruhigend auf unser Nervensystem. So. Eine Pfauenfeder wird ausschlaggebend, denn sie wird euch auf eine Fährte bringen, auf ein Geheimnis bringen. Ihr werdet etwas lüften. Eine geheimnisvolle Pfauenfeder. Dann werden einige Jungfrauen sich mit Naturheilkunde beschäftigen, beziehungsweise mit Heilpflanzen, diese extrahieren, diese trocknen, wie auch immer, Naturheilkunde über Heilpflanzen, sehr, sehr ausschlaggebend. Diejenigen Jungfrauen, sagen sie, die in einem gesundheitlichen Zustand sind, welcher nicht gut ist, nicht stabil ist, dort wird eine Operation oder ein Eingriff stattfinden. Aber bitte, das gilt nur für die, die schon länger als 10, also 10 Wochen, 10 Monate, 10 Jahre unter einer Krankheit leiden. Doch nehmt das alles immer mit Samthandschuhen, denn wer alles, was Gesundheit angeht, es ist hier die energetisch-spirituelle Richtung, die angesagt wird und sucht immer einen Profi auf, der euch berät oder gar behandelt. Ja, dann würde ich sagen, liebe Jungfrau, wir gehen ins Detail, schauen uns Monat für Monat an.
im Extended von Januar bis Dezember. Wir sehen uns gleich wieder. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.